Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist endlich meine Rossmann-Bestellung eingetroffen und da habe ich neue Produkte von Luvia in Kooperation mit Maxime Giacomo, dann die neue Rival Loves Me Limited Edition und die neue Rival De Loop Limited Edition. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich werde hier ein bisschen was ausprobieren heute und mein ganzer Tisch steht hier voll mit Produkten und das machen wir uns mal zusammen in mein Gesicht. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich nehme mir erstmal einen Haarreifen und mache meine Haare zurück und sehe dann ein bisschen niedlich aus und ich habe hier auch Produkte natürlich jetzt, die ich verwenden werde, die jetzt nicht neu sind, ne? Das ist jetzt einfach von Rival Loves Me, der Primer Dewy and Fresh, glaube ich. Ja, Dewy and Fresh. Den mache ich mir einfach drauf. Ich war ziemlich erstaunt darüber, dass Rival De Loop und Rival Loves Me ziemlich zeitgleich Limited Editions rausgebracht haben, die vor allem auch ziemlich ähnlich sind. Also das fand ich sehr verwirrend, weil eigentlich machen die sich ja damit selber Konkurrenz im eigenen Haus, oder? Naja, ich habe auf jeden Fall eben nach der Arbeit mein Gesicht einmal abgewaschen, habe meine Mascara weitestgehend abgeschminkt und ja, jetzt benutze ich den Primer, was man ja eigentlich nicht machen soll, ne, als Ersatz für eine Gesichtscreme. Normalerweise sollte man sein Gesicht ja schon vorher ganz normal eincremen, aber ich hatte keine Zeit, Leute. Ich wollte es direkt hier ausprobieren. Beim nächsten Step, bei der Foundation, werden wir gleich drei neue Produkte verwenden. Zum einen habe ich hier die Schwämmchen von Luvia mit Maxime Giacomo. Leute, ich habe sein Launch-Video gesehen und ich habe Gänsehaut bekommen. Das habe ich auch direkt drunter kommentiert, als das Video gestartet ist. Weil er hat ja den Trailer auch komplett selber gestaltet. Und ja, ich mag ihn einfach. Deswegen supporte ich ihn auch unheimlich gerne und kaufe dann auch seine Produkte, wenn er sie entsprechend rausbringt. Er hat ja auch noch gesagt, es wird ein zweiter Launch geplant von einer anderen Geschichte. Ich bin super gespannt, was es dann sein wird. Und ich muss auch sagen, ich finde es genial, dass er exakt diese Produkte in Kooperation mit Luvia rausgebracht hat. Wir kennen ja noch die Highlighter-Palette, die habe ich auch. Die werde ich jetzt heute nicht verwenden, weil ich noch eine andere Limited Edition habe, die ich hier vorstellen werde. Aber Leute, Wahnsinn. Also hier haben wir die Schwämmchen. Die sind exakt gleich groß und ich liebe Schwämmchen. Ich finde es super, dass wir die tatsächlich auch doppelt drin haben, denn sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich auch einfach zweimal bestellt. Das sind auch so Schwämmchen, die halt bei Kontakt mit der Haut, ich fasse es gerade an und überall färbt es sich ein. Genau, sobald es quasi in Kontakt mit Wasser oder mit Wärme kommt oder mit warmem Wasser, verfärbt sich das Schwämmchen ein bisschen so gelblich. Das ist ziemlich cool. Das Schwämmchen ist auch schön aufgeteilt. Du hast sowohl glatte Seiten als auch hier eine schöne Spitze und hier auch eine sehr, sehr schöne Spitze, als auch hier dann so eine runde Seite. Je nachdem, wie man dann einen Schwamm verwendet, ist es wirklich individuell. So, jetzt mache ich den einmal nass. Ich habe hier nämlich mir gerade eine Schale mit warmem Wasser hingeholt. Wenn ich den eintauche, dann wird er einfach direkt komplett gelb. Das ist so cool. Normalerweise mache ich das dann unter fließendem Wasser in der Küche, aber ich wollte es ja schon ein bisschen hier demonstrieren, ne? Der fühlt sich auch super, super weich und angenehm an. Das ist echt schön. Ich bringe den immer ordentlich aus. Muss meine Hände abtrocknen. So, und da sehen wir dann auch komplett, er ist jetzt einmal komplett durchfeuchtet und er ist super, also von der Oberfläche wirklich weich. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal den Unterschied von der Größe her, vorher, nachher oder vielleicht so hoch zeigen, nebeneinander. Also der ist schon derbe gewachsen und super, super weich. Also der fühlt sich echt klasse an und damit werde ich jetzt gleich meine Foundation einarbeiten. Ich werde aber nicht nur meine Foundation einarbeiten, ich werde meine Foundation mischen. Und zwar habe ich zwei verschiedene, das fand ich nämlich so interessant. Rival Loves Me hat Golden Melody Makeup Converter Drops rausgebracht. Das sind diese hier. Die sollen machen, dass deine Foundation wasserfest wird. Und Rival De Loop hat in der By The Sea Limited Edition die Waterproof Liquid Converter for Makeup Drops rausgebracht. Die halt auch machen sollen, dass deine Foundation wasserfest wird. Leute, ihr seid in einer Familie, warum macht ihr das? Ich meine, selbst das Packaging, das sieht so aus, als wäre das wirklich in der gleichen Produktion gelaufen, oder? Ich habe hier meine Rival Loves Me Skin Optimizer Foundation. Die ist mit Lichtschutzfaktor 15, das ist ein bisschen wenig, in der Farbe 02 Ivory. Das ist diese hier. Witzig, wenn er so ein bisschen trocken wird, dann wird er an den Stellen, wo er zu trocken ist, auch wieder rosa, das Schwämmchen. Mega, oder? Quatsche ich wieder zusammen? Ich könnte das den ganzen Tag machen. Maxime, du hast ein tolles Produkt entwickelt.
Zack, ist er wieder gelb. Und jetzt werde ich das einfach auf meiner Hand mixen. Ne? Also ich habe hier meine Hand und dann nehme ich zuallererst für die rechte Gesichtshälfte die By the Sea von Rivale Loop. Gebe mir hier einen Tropfen rein. Es muss ja auch nur ein einziger sein. Okay, das wird von der Konsistenz her super interessant. Also als wäre da Öl mit drin, ne? Jetzt mal kurz etwas grobmotorisch. Ich will ja das, was auf meiner Hand ist, auf meinem Gesicht haben. Den Rest verteile ich auch so. Ich glaube, ich nehme die Seite, wo Luvia und Maxim draufsteht. Und arbeite das entsprechend in meiner Haut ein. Ich glaube, ich gebe mir hier tatsächlich noch eine leichte Schicht noch drüber, weil das hat jetzt irgendwie nicht so viel gemacht gerade, ne? Also das Schwämmchen funktioniert schon mal richtig gut zum Einarbeiten. Das fühlt sich echt angenehm auf der Haut an. Das ist sehr weich und anschmiegsam. Das ist ein angenehmes Schwämmchen. Ja, und von den Converter Drops, die haben jetzt nicht irgendwie meine Foundation auf der Haut sichtbar verändert oder so. Also das ist schon genau das Gleiche. Es ist natürlich nett, ne, wenn du dann halt so eine Waterproof-Geschichte hast, dass du, wenn du schwitzt oder wenn vielleicht dann doch mal ein kleiner Sommerschauer kommt, jetzt gerade regnet es bei uns auch ein bisschen, ne, und das Ganze dann so ein bisschen unvorhersehbar auf einmal kam. Es ist ganz nett, wenn dir nicht dein ganzes Gesicht runterrutscht. Das finde ich immer freundlich. Meine Ohren sind rot. Die sind einfach, ich weiß auch nicht, rot. Sieht optimiert aus, ne? Jetzt machen wir uns die andere Seite. Da nehme ich mir dann direkt zwei Pumphübe. Die dann hier auf meinem Handrücken. Und nehme dann die Golden Melody Drops von Riva Loves Me. Auch das ist wieder so eine klare Geschichte. Da mache ich mir dann zwei Tropfen rein. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist der gleiche Kram, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da komplett unterschiedliche Texturen oder unterschiedliche Inhaltsstoffe haben. Ich habe mir jetzt nicht die Inki-Liste angeguckt, aber ich würde es jetzt einfach mal ganz frech behaupten. Mein Schwämmchen wird wieder rosa. Bin ich zu kalt? Bist du zu trocken? Aber eigentlich bist du nicht trocken. Bist schon ziemlich nass, liebe Schwämmchen. Auf den ersten Blick, ich habe ja exakt gleich viel Foundation verwendet, würde ich jetzt sagen, dass ich auf der Seite von Rival Loves Me irgendwie eine stärkere Deckkraft habe als der von Rival de Loop. Ich weiß nicht. Oder ist das jetzt nur so mein persönliches Empfinden? Das sieht jetzt irgendwie so aus, ne? Dass die Seite nicht so abgedeckt ist wie diese hier. Keine Ahnung. Und ich habe exakt gleich viel Produkt verwendet. Vielleicht, weil ich hier das Schwämmchen zuerst verwendet habe. Ich weiß nicht. Aber ansonsten sieht es doch sehr, sehr gleich aus. Also da kann man jetzt so keinen großen Unterschied sehen, oder? Ich jetzt nicht. Nö. Korps wie gesprungen. Okay, dann würde ich mich jetzt mal dem Concealer zuwenden. Das ist auch einer, der schon da war in meinem Make-up-Kit, in meiner Sammlung. Das ist von Rival Loves Me Color Correcting Concealer. Das ist dieser hier, den ich in der Farbe 02 Vanilla habe. Dafür feuchte ich die Spitze doch hier nochmal ein bisschen an, weil es einfach Spaß macht, Leute. Ich glaube, den habe ich mir damals ein bisschen hell bestellt, wa? Ups. Okay, ja. Jetzt nehme ich tatsächlich diese Seite hier, die hier so ein bisschen abgeflacht ist. Ich glaube, meine Lieblingsseite ist tatsächlich die, wo Luvia X Maxim Giacomo draufsteht. Weil damit gehe ich jetzt hier auch nochmal drunter her. Das macht mir irgendwie mehr Freude. Aber dieses individuelle Arbeiten mit dem Schwämmchen macht richtig Spaß. Du kannst es drehen, wie du möchtest. Dann hast du unterschiedliche Seiten. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das Schwämmchen. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und ja, der Concealer gefällt mir auch. Auch wenn er jetzt... Doch, jetzt passt er richtig gut, ne? Die Farbe hat sich angepasst. Okay, jetzt kommt die Sonne übrigens wieder raus, denn nach Regen folgt immer wieder Sonnenschein. Darf man nie vergessen. Ich verwende jetzt von Rival Loves Me den Golden Melody Jelly Highlighter, der offensichtlich auch schon etwas ausgelaufen ist. Denn er ist super, super ölig. Hätte ich fast schon als Primer über Gedönsen nehmen können. Also, dass ich das über den Primer noch drüber packe. Einfach mal die Verpackung in die Ecke schmeißen, ne? Das ist so ein kleines, süßes Pöttchen. Und ich nehme jetzt mal das Produkt, was sich hier im Deckel befindet. Denn, ja, hier haben wir dann das Jelly drin. Also das ist echt sehr cremig für Jelly, finde ich. Also ich hätte jetzt bei Jelly, wir hatten ja auch mal so Jelly Primer. Das war deutlich mehr flabberiger, sage ich jetzt mal. Okay, ich verteile das hier auf meiner Hand, wo ich noch ein bisschen Foundation mit drauf habe. Dann sieht man da tatsächlich auch diesen Glow. Ist aber leicht, ne? Sieht sehr angenehm, sehr natürlich aus. Und du hast da nicht wirklich Glitzerpartikel mit drin. Das finde ich schön. Stippling Brush macht jetzt am meisten Sinn.
Nehme ich hier einen von Louisa Crescent in Kooperation mit Luvia. Macht Sinn. Ja. Das verteile ich meistens erst so ein bisschen auf meinem Handrücken und verteile das dann einfach so punktuell auf meinem Gesicht bzw. auf meinen höchsten Stellen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt hat mir jemand einen Wassereimer ins Gesicht gekippt. Das ist echt schön. Ich hätte vor allem auch erst so ein bisschen befürchtet, okay, es ist Gold, ne, dass das überhaupt passt, ist fraglich. Aber doch, es passt definitiv. Und das kann ich mir sogar fast schon Fullface vorstellen, so über der Foundation, um halt so ein bisschen noch Strahlkraft mit reinzubringen. Das ist echt schön. Ich gebe das jetzt auch ein bisschen grobmotorisch an die Stellen, die ich gleich tatsächlich nochmal ein bisschen mehr highlighten werde. Es ist sehr, 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 sehr sommerlich schön. Das gefällt mir echt gut. Schönes Produkt und das bei einem Jelly-Flüssig-Highlighter hätte ich von mir persönlich nicht erwartet. Tolles Produkt. Ja. So, jetzt mache ich hier mal die ganze Foundation-Geschichte ab von meiner Hand, weil die sieht ein bisschen aus wie der Blechmann von Der Zauberer von Oz. Was natürlich für das Produkt spricht, ne? Also das soll ja auch ein Highlighter sein. Ein Produkt, was ebenfalls in so einem Pöttchen kommt und was ich eben eigentlich vergessen habe, schon vor der Foundation aufzutragen, wir kriegen das noch irgendwie hin, ist von Rival de Loop aus der Limited Edition, der Aromatic Sugar Lip Peeling mit Mandelöl oder vielmehr das Lippenpeeling. Das aromatische Zuckerlippenpeeling mit Mandelöl pflegt trockene, spröde Lippen geschmeidig. Ja, ich mag gerne Lippenpeelings. Also die können mir alles erzählen, was sie wollen, ne? Aber diese zwei LEs, entweder sollen die zusammengehören, dann verstehe ich aber nicht, weswegen beide Make-up-Converter-Drops rausgebracht haben. Oder die haben halt einfach in derselben Firma oder in derselben Produktionsstelle das Ganze produzieren lassen. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so ein ganz klassisches Zuckerpeeling, was sehr, sehr angenehm riecht. Ich gehe da so ein bisschen mit meinem Finger rein, bekomme das jetzt hier auf meinen Finger auch drauf und gebe das auf meine Lippen. Sehr angenehm. Ich hätte im Badezimmer tatsächlich noch ein Tool dafür, habe ich aber vergessen. Man spürt zum einen diese Zuckerpartikel so ein bisschen, dann das Mandelöl auf jeden Fall, dieses Pflegende. Aber es hat auch noch irgendwie was Minziges oder so mit dabei, was so ein bisschen diesen frischen Kick gibt. Mega. Ich nehme das jetzt wieder runter. Habe jetzt natürlich voll die Ränder, da gehe ich dann wieder mit dem Schwamm drüber. Aber meine Lippen fühlen sich schön gepflegt an. Sehr, sehr angenehm. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das ein scharfes Peeling oder sowas gewesen, ne? Also das war echt sanft zu meinen Lippen und die fühlen sich jetzt einfach ready for Liquid Lipstick an. Und ich fühle mich ready for, ich brauche unbedingt Ventilation an. Oh Mann, es ist so warm. Ja, jetzt wo die Sonne wieder rauskommt und wenn es halt vorher so ein bisschen geregnet hat, dann hast du diese erhöhte Luftfeuchtigkeit. Das ist so krass immer. Gut, als nächstes nehme ich hier einfach einen Puder, um mein Gesicht zu setten. Da habe ich das Rival Loves Me Marshmallow Powder, was ich extrem toll finde. Das wiederum trage ich mir auf mit dem Pinsel aus der Rival de Loop Limited Edition by the Sea. Das ist der Powder Brush. Und ihr wisst, ich liebe diese Pinsel. Und deswegen habe ich da auch zwei von gekauft. Denn einen davon kannst du, Secret Secret, in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir einfach, welches Produkt du aus diesem Video am schönsten findest. Und ja, dann nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Weitere Teilnahmebedingungen befinden sich unten in der Infobox. Ja, das ist so ein sehr interessanter Puderpinsel, denn der ist hier so ein bisschen zusammengedrückt. Ne? Das sind Pinsel, die ich einfach so von der Form her mit am liebsten mag. Hätte tatsächlich für meine Verhältnisse auch noch ein bisschen runder hier oben sein können, dann wäre er perfekt gewesen. Aber so ist er schon mal richtig schön. Der Stiel ist sehr interessant. Der ist nicht komplett glänzend. Das ist so ein bisschen dieser Einhornstil, ne? Von einem Horn halt. Und so ein bisschen diese Diamantoptik, der glitzert auch ein bisschen. Der ist aber, wie gesagt, nicht komplett glatt oder glänzend. Das ist so eine leicht angeraute, aber doch irgendwie glatte Oberfläche. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist toll. Und den verwende ich jetzt wirklich, oh, der ist auch schön weich, um mein Gesicht zu setten. Ja, gehe ich hier in das Puder rein und gehe dann erstmal unter meinen Augen entlang. Und über meine Augen gehe ich auch. Ich bin eigentlich eher so der Fan von fluffigen, großen, fluffigen Pinseln, wenn ich mein Gesicht sette. Aber das geht tatsächlich auch klar. Da muss man halt ein bisschen mehr tupfen. Solche Pinsel verwende ich lieber so für Blush oder für Bronzer oder so. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Ich wollte ihn trotzdem halt für so viele Sachen verwenden, wie es nur geht. Kommt damit auch schön überall drunter, ne? Also hier an die untere Augenpartie kommt man damit sehr, sehr schön. An der Nase so entlang kommt man auch sehr, sehr schön. Und der ist halt wirklich angenehm weich.
Und es ist einfach mal was anderes. Also ein anderer Pinsel als normalerweise in den Limited Editions mit drin ist. Deswegen feiere ich das. Jo, mein Gesicht ist gesettet. Es bleibt jetzt offiziell an Ort und Stelle. Ja, jetzt nehme ich noch einen Blush. Tender Rose 01 habe ich hier von Rival Loves Me. Den kann ich auch tatsächlich mit diesem Pinsel gut auftragen, weil dieser Blush ist sehr dezent. Ich klopfe den auch nicht ab. Ich gebe mir den direkt hier auf meine Wangen. Wobei meine Wangen wären hier vorne. Ich gebe den vor allem hier an der Seite so entlang. Und das geht mit dem Pinsel schön. Da ist auch ein bisschen Schimmer mit in dem Blush drin. Und das verbindet sich dann auch ganz wundervoll. Über die Nase. Blush sitzt. Sehr gut. Dann gehen wir als nächstes in das nächste neue Produkt. Und zwar aus der Rival de Loop by the Sea Limited Edition. Das ist ein Waterproof Bronzer. Es gab keine unterschiedlichen Shades, Leute. Der ist einfach super dunkel. Ne? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ding. Hat so ein Sonnenpressing mit drin. Und ist einfach saudunkel. Und ich bin ja so eine Blassnase. Der hat so goldenen Schimmer oder Kupferschimmer mit drin, was ich schön finde. Aber ich habe Angst vor dem Produkt. Ich nehme jetzt, einen Stippling Brush dafür einfach mal. Ja, ich nehme hier so einen Stippling Brush. Das ist ein Duo Fiber Powder Brush von Leni Brush. Das ist dieser hier. Den probiere ich jetzt einfach mal dafür, weil ich will nicht zu viel Produkt auf mein Gesicht bringen, weil der halt so dunkel aussieht. Ja, wow. Den habe ich auch tatsächlich schon in Maxims Video gesehen und auch von Sarah Isabel von Like a Daisy in Spring. Also die hatten beide auch damit zu strugglen. Und ich kann mir gut vorstellen, warum. Also der ist echt hardcore. Ich versuche das jetzt mal mit dem großen Pinsel aus der LE noch so ein bisschen zu verblenden, weil mir das dann doch etwas zu intensiv ist. Ich möchte am liebsten ja so einen leicht sonnengeküssten Teint haben, aber allein hier am Ohr sehen wir schon, dass die ganze Geschichte doch etwas eskaliert ist. Also man braucht ziemlich lange, um den Bronzer so einzuarbeiten, dass er halt tragbar aussieht. Ne? Ich nehme immer super wenig Produkt und verblende das dann so schnell ich kann. Ist das denn nun Zweck der Sache? Ich weiß es nicht. Ja, und durch diesen Goldschimmer ist er halt auch sehr unterschiedlich in seiner Dunkelheit. Je nachdem, wie ich mein Gesicht gerade bewege, sieht er halt teilweise super fleckig aus. Und dann wieder total schwach. Also, jetzt so eingearbeitet. Und wenn es halt fertig ist, sieht das annehmbar und tragbar aus. Wobei, wenn ich so bin, dann sieht das hier auch merkwürdig aus, ne? Drehe ich das Gesicht wieder und dann ist okay. Ja, merkwürdig. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Aber ich glaube nicht, dass der bei mir bleiben wird, weil der doch sehr, 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 sehr merkwürdig aussieht. Sehr merkwürdig, ja. Sehr merkwürdig. Hilfe. Dann habe ich mir von Rival de Loop by the Sea die Highlighter-Palette geholt. Ja, die hat 4 verschiedene Highlighter-Töne und das gucken wir uns an. Das Packaging ist wunderschön, also wunderschön. Es ist richtig, richtig, richtig schön. Und es erinnert mich tatsächlich, wenn ich reingucke, so ein bisschen an die Sleek Highlighter Paletten. Nur, dass man bei Sleek auch immer irgendwie Creme Highlighter mit dabei hat, was du hier nicht hast. Und hey, du hast hier einen Spiegel mit drin. Das ist außergewöhnlich. Und dann schauen wir uns die 4 Töne einfach mal an. Die sind hier. Die strahlen bis zum Mond und wieder zurück. Das ist echt heftig gerade. Ui. Gut, Handswatches sehen auch grundsätzlich intensiver aus als Armswatches, aber das ist schon mal heftig. Wow. Da weiß ich auch gar nicht, welchen ich am liebsten verwenden möchte. Die sehen alle wunderschön aus. Also diesen ganz dunklen, den hier unten, ich glaube, das wird für mich eher so ein Lidschattenton werden, weil der doch etwas dunkel sein wird. Klar, du hast hier ein Pinselchen mit dabei, die verwende ich eher selten. Genau. Ich nehme jetzt einfach hier so ein Highlighter-Pinsel und gehe jetzt mal in diesen Champagner-Ton hier unten rein. Oh, der ist richtig toll. Der ist richtig, richtig schön. Der passt auch gut zu mir. Klar habe ich auch schon Jelly-Highlighter drunter und so, ne? Ich baue den tatsächlich sogar jetzt mal ein bisschen auf, weil... Ja, Baby, ja.
glaube, wenn ich damit gleich in der Sonne stehe, dann sehe ich richtig intensiv aus. Aber das gefällt mir. Das ist ein schöner Highlighter. Ne? Hui. Hui. Lichtreflexion, hallo. Und jetzt gehe ich hier mal auf der anderen Seite in diesen Rosaton oben rein. Das sieht nämlich auch so ein bisschen aus, als hätte er noch so ein bisschen was Besonderes mit drin. Nämlich, ja, der ist so ein bisschen kühler. Den muss ich nicht aufbauen. Boah, ist der intensiv. Ne? Voll schön. Also mir gefallen tatsächlich beide Töne richtig gut. Ich nehme jetzt mal den ganz hellen Ton, der hier oben ist, für meine Nasenspitze. Oh, klopfen. Wow. Ja, die knallen schon, ne? Also das sind sehr, sehr intensive Highlighter. Schöne Highlighter. Und ich würde nicht sagen, dass du da Glitzerpigmente mit drin hast. Das sind tatsächlich nasse Glow-Ergebnisse. Schön. Ich zauber mir mal kurz mit dem Eyebrow Pencil in Natural Blonde von Rival Loves Me Augenbrauen. Machst du das auch manchmal? Einfach mal den Spiegel sauber machen an den Hupis? Ja. Jetzt kann ich wieder durchschauen. Ja, auf jeden Fall Augenbrauen sitzen. Jetzt gucken wir uns mal die Lidschattenpalette an, und zwar von Rival Loves Me. Golden Melody Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Eigentlich eine Palette, die mich nicht wirklich ansprechen würde, weil sie längliche Fändchen hat. Aber wie dämlich ist bitte das, ne? Egal. Auf jeden Fall sind das die verschiedenen Töne. Das sind sehr, sehr schöne Töne, neutrale Töne, mit denen man ein natürliches Augen-Make-up schminken kann. Und das habt ihr euch auch tatsächlich letztens mal von mir gewünscht. Ich werde jetzt zuallererst mal die ganzen Farben swatchen. Hier haben wir dann jetzt einmal die Swatches von der Palette. Ja, ne, es sind wirklich sehr neutrale Töne. Und es ist jetzt nichts ultra Aufregendes mit dabei. Aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall einen schönen Alltagslook schminken. Ein Ton, den ich schon ein bisschen aufregender finde, weil er so ein bisschen orange mit Goldschimmer drin ist, was ich ja persönlich richtig gerne mag bei Lidschatten oder bei allgemein auch Blushes, ist dieser hier. Das ist der dritte Ton in der Palette und der trägt den Namen Sundowner. Ansonsten hat es jetzt ein bisschen gekrümelt beim Swatchen, aber ja, sind es sehr, sehr schöne, warme Töne, mit denen man jetzt auch auf jeden Fall einen Look schminken kann. Und das tun wir jetzt mal. Wir bleiben alle relativ unbeeindruckt von meinem Mückenstich, den ich hier irgendwie außen hinbekommen habe. Ich frage mich immer, wie die Mücken das schaffen, mich dort zu stechen. Ich werde jetzt erstmal mit Ipanema, das ist dieser ganz normale Knochenton hier, meine Lider setten. Also einfach druff, 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 nichts Spektakuläres, ne? Was mir tatsächlich in dieser Palette jetzt gerade auf den ersten Blick ein bisschen fehlt, ist so eine schöne Transition Shade, also die ich jetzt quasi hier einfach in meine Lidfalte geben würde, weil die matten Töne, die hier drin sind, alle dunkel sind. Also du hast nicht viele matte Töne drin, das ist halt der Ipanema, den ich jetzt zum Setten genommen habe. Dann hast du den Earthquake, das ist so ein warmes Fuchsia-Braun, sage ich mal, den etwas ja, lilafarbenen Hot Chili-Braunton, den man super sieht, wenn ich es außerhalb der Kamera halte. Und Thrill, das ist dieser ganz dunkle Ton. Also für mich jetzt nicht, dass ich etwas, also, ja, ich nehme Earthquake. Das ist der hellste Ton von allen. Da bin ich jetzt zweimal reingedippt, aber ich klopfe ein bisschen ab und gebe mir das jetzt, wow, in meine Lidfalte. Das ist schon ordentlich pigmentiert. Aber lässt sich schön ausblenden. Da beschwere ich mich jetzt nicht. Ey, das ist jetzt von zweimal reindippen, abklopfen und verblenden so hardcore geworden. Und das ging jetzt super schnell. Also was ist das für eine Qualität, ne? Das ist schon mal richtig, richtig gut. Wo wir gerade übrigens hier bei BTIC sind, ne? BTIC hat übrigens auch neue Produkte gelauncht, die mich persönlich aber leider nicht ganz so interessieren. Also die werde ich mir auch tatsächlich nicht holen. Ne? Die Pinsel von ihr finde ich total klasse und die habe ich auch da. Aber die Make-up-Produkte haben es irgendwie nie so ganz in mein Herz geschafft. Ich habe die Highlighter-Palette von ihr, aber ansonsten nix. Jo, das ist schon mal ein krasser Anfang, oder? Wow, also weiter so.
Ich nehme mir jetzt einen Pinsel von BH Cosmetics, denn ich möchte jetzt auch mit euch über Mrs. Bella reden, denn die hat neue Produkte rausgebracht, die ich mir alle gekauft habe. Ich nehme jetzt die Farbe Sundowner, die ich eben schon so geil fand. Das ist dieses Peach mit Goldschimmerpigmenten drin. Krieg auch gut was auf den Pinsel drauf und gebe mir das auf mein Zentrum. Das ist schön. Aber nicht so intensiv pigmentiert wie eben der Earthquake. Nein, doch, Earthquake. Der muss tatsächlich jetzt doch etwas mehr aufgebaut werden, was ich jetzt nicht schlimm finde. Ne? Also wenn du jetzt ordentlich viel was auf dem Pinsel drauf hättest, dann würde wahrscheinlich auch das ganze Fallout mir mein Augenuntergedöns kaputt machen. Dann nehme ich doch lieber in Kauf, dass ich das lieber ein bisschen aufbaue. Welche Launches, die aktuell gemacht wurden, findet ihr eigentlich am interessantesten? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also hier habe ich jetzt ja Rival de Loop, Rival Loves Me. Dann haben wir auch von Wet n Wild neue Limited Edition Produkte, die rausgebracht wurden. Dann haben wir BH Cosmetics mit Mrs. Bella, die hat ihre dritte Palette und zusätzlich noch eine ganze Kollektion rausgebracht. BH Cosmetics mit Alicia Marie, die die 1991 Kollektion um Wimpern erweitert haben, die für mich persönlich leider nicht ganz so ansprechend waren. Ich glaube aber, dass ich die auch mal testen werde, obwohl ich nicht so der Fan von künstlichen Wimpern bin. Ja. Und dann nicht zu vergessen Luvia und Maxim Giacomo. Also, was interessiert euch davon am meisten? In einem Video, wo ich die Produkte von Luvia, Maxim Giacomo und Rival de Loop Young, ach Quatsch, Rival Loves Me und Rival de Loop vorstelle. Aber schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. So, welche Farbe setze ich mir nach innen? Das ist nicht so schwer. Ich nehme Sun, ach, da war ich doch gerade schon drin. Ich nehme Honey. Das ist die Schimmerfarbe hier, die hellste, die es so gibt. Nehme ich auch den gleichen Pinsel für und dann fange ich tatsächlich im Innenwinkel schon an und ziehe mir den dann weiter mit auf mein bewegliches Lid und hier sind Krümel. Da ist jetzt tatsächlich gar nicht so der Ultra-Unterschied zwischen Honey und Sundowner, oder? Sieht das nur bei mir jetzt so aus? Weiß ich nicht. Im Swatch sah es unterschiedlich aus, auf dem Auge wird es sehr, sehr einheitlich. Ich möchte jetzt tatsächlich noch eine etwas dunklere, matte Farbe mir aufgeben. Dafür nehme ich hier auch wieder so einen Batik-Pinsel und gehe dann in die Farbe Hot Chili rein. Das ist dieser Ton hier außen. Da tippe ich aber nur einmal vorsichtig rein. Wow, richtig viel Kickback in der Palette und ordentlich Produkt auf dem Pinsel. Und das möchte ich mir hier außen einblenden und so ein bisschen auch noch hier drüber ziehen, um die Lidfalte noch ein bisschen zu vertiefen. Ist sehr ähnlich. Ich gehe nochmal vorsichtig rein zu dem Earthquake, den ich eben schon verwendet habe, muss ich gestehen. Lässt sich dafür aber schön einblenden und ist halt einen Takt dunkler auf dem Auge. Es ist harmonischer auf jeden Fall als das, was ich als Swatch auf dem Arm habe. Da sieht es nämlich super unterschiedlich aus. So, dann verblende ich mir das Ganze in der Lidfalte nochmal ein bisschen mit dem Pinsel von eben. Gebe mir dann noch ein bisschen von dem Ipanema, von dem Setting-Ton nach außen, um das halt nochmal auszusoften. Und Honey gebe ich mir auch als Augenbrauen-Highlight auf, das was ich ja auch schon im Augeninnenwinkel drin habe. So, mir persönlich ist der Look tatsächlich auch noch ein bisschen zu langweilig. Man könnte es jetzt theoretisch, wenn man das mag, gerne so lassen. Ne? Man könnte auch noch jetzt ein bisschen was am unteren Wimpernkranz machen. Ich persönlich brauche noch so ein bisschen den Kick. Und zwar nehme ich mir jetzt den Ton On Fire. Das ist dieser hier. Auch wieder mit dem Pinsel von BH Cosmetics. Dieser Lidschattenpinsel nenne ich ihn einfach mal. Und das setze ich mir nach hier außen. Sundowner, den Ton, den ich hier schon auf dem beweglichen Lid habe, baue ich mir mit dem Finger auf, weil mir das einfach zu soft ist. Und Honey setze ich mir dann auch hier in den Innenwinkel mit dem Finger. Das geht einfach nicht so gut mit dem Pinsel. Ne? Das kriegst du einfach viel intensiver mit dem Finger, was ich nicht schlimm finde. Ne? Also bei dem Preis für die Palette finde ich es vollkommen legitim, wenn man dann auch die Finger mal zur Hand nehmen darf oder wenn man seinen Pinsel ansprüht, weil, ich weiß nicht, die Palette hat, ich glaube, 3,99 € oder so gekostet. Vollkommen in Ordnung. So, jetzt nehme ich mir den Lidschattenpinsel von eben und gehe in die Farbe Hot Chili nochmal rein. Das ist die Farbe, die wir eben auch schon verwendet haben. Gehe da aber nur so mit der Spitze rein und gebe mir das an den unteren Wimpernkranz und
blende das auch ganz vorsichtig mit dem Pinsel so ein bisschen aus. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Weil ich möchte nicht aussehen, als hätte ich blutunterlaufene Augen. Dann nehme ich mir den Ton Magma. Das ist dieser ganz, ganz dunkle Schimmerton hier. Ebenfalls mit diesem Pinsel. Und den setze ich mir nur in die Mitte. Und ganz, ganz nah an den unteren Wimpernkranz. Man sieht ihn leider nicht so, wie ich es geplant habe. Dann nehme ich wieder diesen Pinsel, den ich immer wieder schön im Handtuch bzw. auch wahlweise einfach an meinem an meiner Hand sauber mache und gehe in die Farbe Thrill rein. Das ist diese ganz, ganz dunkle, matte Farbe hier außen. Und damit mache ich mir einen ganz vorsichtigen Eyeliner. Heißt, ich tupfe den hier nur so hin. Gehe da auch nicht allzu weit in mein Auge rein, sondern nur so bis zur Mitte. Das ist nur zur Wimpernkranzverdichtung, ne? Immer wieder vorsichtig reindippen, abklopfen und weitermachen. Wenn man sich nämlich so ein Wimpernkranzverdichtungsgedöns mit einem Lidschatten zieht, ist es sehr, sehr einfach, das Ganze auch zu verblenden und zu korrigieren, wenn man da so einen kleinen Patzer hat. Und ja, das ist dann jetzt tatsächlich mein Lidschatten-Look mit der Golden Melody Palette. Safe, ja, ich hätte es ein bisschen natürlicher angehen können, ich hätte es ein bisschen dezenter machen können, aber ich wollte halt echt ganz viele Farben ausprobieren. Interessant, ich habe quasi keinen Fallout, also da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe aber auch immer wieder vorsichtig aufgebaut. Die Schimmertöne haben mich auf jeden Fall nicht so überrascht wie die matten Töne, was eigentlich immer genau umgekehrt ist, ne? Also in dieser Palette haben mich echt die matten Töne gecatcht, obwohl mir eigentlich eine Transition Shade, die ein bisschen heller ist, gefehlt hat. Erfrischen wir das Gesicht mit einem Fixing Spray, Rival Loves Me Pastel Breeze Limited Edition. Das ist das Cucumber Setting Spray. Das ist dieses hier und das passt jetzt, ne? Das wird dann einmal das Ganze in meinem Gesicht fixieren und durch die Gurke Frische geben. Das ist halt relativ blöd vom Sprühkopf her, aber müssen wir nicht groß drüber reden, ne? Es riecht gut, es fühlt sich gut an auf der Haut und es macht, was es soll. Dann nehme ich mir wieder Maxims Schwämmchen und gehe vorsichtig einmal so über meine Base drüber, damit damit das Setting Spray zum einen besser einziehen kann und zum anderen meine Gesichtshärchen sich hinlegen und alles einfach ein bisschen besser miteinander verschmilzt. So. Eyeliner brauchen wir jetzt nicht zusätzlich. Ich hätte theoretisch einen da, aber das müssen wir jetzt auch nicht verwenden, weil ich habe jetzt ja quasi einen mir gemalt. So, wir haben ebenfalls aus der Rival de Loop Limited Edition zwei Produkte. Und zwar ist das eine Mascara und ein Waterproof Maker, was wir jetzt auf jeden Fall ausprobieren werden. Nein, ich werde mir gleich kein Wasser ins Gesicht hauen, weil ich tatsächlich nachher noch ein paar Videos drehen wollte. Genau, da haben wir einmal die Volume Mascara, das ist diese hier. Die sieht ja ganz schön aus, ne? Relativ schlicht, dieses metallische Außendrum zu, chromatisch, wie auch immer. Recht großes Kunsthaarbürstchen mit einem typischen Mascara-Duft. Also das ist jetzt nichts Spektakuläres. Die kommt zuallererst auf die Wimpern. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara hat deutlich mehr drauf, als ich ihr am Anfang zugetraut hätte. Guckt euch mal das Ergebnis an. Das ist ja Wahnsinn. Also die macht schön Volumen. Ja, sie verklebt die Wimpern ein bisschen und zwei Schichten hätten safe gereicht. Aber trotzdem, die gefällt mir. Finde ich echt schön. Die müssen wir jetzt erstmal aber ein bisschen trocknen lassen, weil da gleich ja erst was drüber kommt, wenn das Ganze trocken ist. Und wenden wir uns in der Zeit einfach mal den Lippen zu. Diesen wunderschönen, perfekt gepeelten Lippen. Und zwar ist aus der Rival Loves Me Golden Melody Limited Edition ein Color Changing Lipstick auch noch mit rausgekommen, der übrigens vegan ist. Ich weiß nicht, vielleicht noch mehr Produkte oder so. Wow. Ach, der sieht so geil aus. Schön. Er ist einfach hier so rosa. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber der ist so semi-durchsichtig irgendwie. Eine ganz interessante Optik ist das. Riecht ganz angenehm und ich weiß jetzt nicht, in welche Farbe der sich verändert, aber ich mache ihn jetzt mal drauf. Ja, er bleibt halt relativ genauso, wie er vorher war, oder? Ja, der wird ein bisschen dunkler, aber sonst
fand ich jetzt nicht so super aufregend. Man kennt ja diese Color Changing Lippenpflegestifte auch. Also ja, ist okay, ne? Passt null zum Look, passt null zum Oberteil, passt null zu vielem. Weil ich weiß nicht, ob wie viele Menschen so diese krass pinken Lippen mögen. Aber er fühlt sich sehr, sehr schön an. Das muss man ihm lassen. Eine andere Farbe hätte ich vielleicht cooler gefunden. Aber das ist okay. Das ist okay. Ja, die Mascara, die muss noch ein bisschen trocknen. Ja, die färbt noch ein bisschen ab. Ich zeige euch in der Zwischenzeit einfach mal das zweite, was Luvia mit Maxime Giacomo rausgebracht hat. Und zwar die Vegan Brush Soap in der Duftrichtung Vanilla. Und ich finde das herrlich. Denn ich habe letztens einen dreistündigen Pinselwaschmarathon hinter mir, wo ich auch so ein bisschen dieses Balea und Isana Duschöl ausprobiert habe. Ich habe für mich einfach bemerkt, es ist okay, aber es verändert meine Pinsel doch schon. Also vor allem das Balea Duschöl hat gemacht, und das kann ich euch mal hier an einem Pinsel demonstrieren, dass meine Pinsel nachfetten. Also das hat man richtig so in den Härchen drin, ne? Ich habe die ordentlich ausgewaschen und getrocknet und alles, aber die fühlen sich vor allem auch immer noch total ölig an. Also ganz, ganz blöd. Und deswegen hatte ich mich auch gescheut, danach noch weiter öfters meine Pinsel zu waschen. Habe dann auch einfach so ganz normale Handseife genommen dafür, fand das aber auch irgendwie nicht so geil. Und das habe ich so gefeiert, als Maxim dann gezeigt hat, dass er diese Seife rausgebracht hat. Ja, die ist jetzt nicht super günstig, ne? Also die kostet auch ihre 12 Euro oder so. Aber geil. Kommt in so einem kleinen Pöttchen. Ist halt auch super praktisch, ne? Finde ich echt klasse. Kann man auch später weiterverwenden. Und dann hast du hier einmal, ich glaube, eine Anleitung drin, wie man dann entsprechend seine, ja, seine Pinsel waschen kann. Und hier ist die Seife. Die ist ja wunderschön, ne? Das Pressing wird relativ schnell verschwinden, aber sie riecht auch toll. Dieses Vanille riecht wirklich wie so ein Vanilleeis. Also richtig nach Vanille. Nicht nach Vanille, sondern nach Vanille. Mega angenehm. Also das werde ich entweder heute oder morgen Abend auch verwenden, um meine Pinsel zu waschen. Wir haben jetzt heute Donnerstag, es ist 17.43 Uhr. Ich habe heute ein bisschen eher Feierabend gemacht und mich dann hier direkt hingesetzt und geschminkt und so, ne? Aber ja, ich denke eher, dass ich dann morgen Pinsel waschen werde und sage, Lütgen ist der Lippenstift intensiv geworden. ich freue mich tatsächlich schon drauf, damit meine Pinsel zu waschen. Maxim hat auch noch was dazu geschrieben. Die feste Pinselseife ist mein Geheimtipp zur Pflege eurer Make-up-Schwämme und Pinsel. Durch die Reinigung werden Produktrückstände und Bakterien gründlich entfernt und die Struktur gestärkt. So bleiben die kleinen Beauty-Helfer hygienisch sauber und halten euer Hautbild frei von Unreinheiten. Für ein perfektes Make-up und einen strahlend schönen Teint. Als kleines Extra schenkt euch die exklusive Vanillenote ein Verwöhnerlebnis für die Sinne. XO Maxim. Also richtig toll, cruelty-free und vegan natürlich. Und ja, das feiere ich hart. Ne? Also das finde ich echt klasse. Eine Pinselseife ist einfach eine ganz, 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 ganz praktische Geschichte. Also das in Kombination mit seinen Schwämmen 1A. Die Mascara ist jetzt halbwegs trocken. Ich mache jetzt tatsächlich diese Converter Drops drauf. Das sind By the Sea Waterproof Maker. Hübsch Verpackung, ne? Also hier oben auf jeden Fall diese Dröpkes. Nicht so hübsch mag ich. Also ich mag die Farbe hier nicht so gerne, aber das hast du, glaube ich, hier genau auch bei diesen Drops mit drin, ne? Ist nicht unbedingt meine Welt. Also ich mag das einfach, ich mag andere Farben lieber, aber es ist eine persönliche Präferenz. Wie sieht denn das Bürstchen aus? Ja, genau so wie bei der Mascara auch. Nur, dass du hier halt, ja, keine Mascara-Geschichte mit dran hast, sondern dass du da einfach durchsichtiges Gel dran hast. Riecht ein bisschen chemisch und das mache ich mir jetzt einfach drüber, ne? Ich habe von unten getuscht, als ich meine Wimpern getuscht habe, deswegen tusche ich das hier auch eigentlich eher nur so von unten, würde ich mal so sagen. Weil von oben, ich kann das nicht. Das kriege ich einfach nicht hin, ne? Nimmt ein bisschen was von der Mascara auch noch mit runter tatsächlich. Also war das gar nicht so schlimm, dass ich drei Schichten gemacht habe. Sowas ist halt auch dann einfach praktisch, dass du damit verhinderst, dass die Mascara dir jetzt irgendwie abstempelt oder so, ne? Deswegen, also ja, das Einzige, was es jetzt optisch gemacht hat, ist, dass es die Mascara ein bisschen gemildert hat, ein bisschen runtergenommen hat. Vor allem hier, finde ich, ist es ein bisschen weniger jetzt geworden von der Mascara her. Aber ansonsten, jo, hoffe ich, dass ich das jetzt drauf habe und dass es dann jetzt dementsprechend nicht abstempelt. Der Lippenstift leuchtet übrigens von hier bis nach Meppen. Also ich glaube nicht, dass es so eine Farbe ist, die jeder gerne trägt, oder? Es ist schon sehr, sehr, sehr heftig, sehr Barbie-mäßig.
Ja, nicht so ganz Mainstream. So, jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Fühle ich mich wohl mit dem Look? Ja, fühle ich mich. Ich finde zwar, dass meine Lippen nicht wirklich zu meinem Gesamtkonzept so passen, aber es fühlt sich schön auf den Lippen an. Also das ist halt sehr, sehr interessant, finde ich. Also ich wüsste auch nicht, zu einem ganz zurückhaltenden Augen-Make-up, zu einem ganz zurückhaltenden Oberteil, was ich nicht habe, das ist jetzt schon sehr neonmäßig, ne? Ja, würde das auf jeden Fall gut aussehen, aber ansonsten, wann trägt man so einen Lippenstift? Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wann du so eine Farbe tragen würdest. Den Look finde ich ganz cool. Ich hätte nicht von einer so günstigen Palette erwartet, dass sie so gut ist. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Rival Loves Me Paletten, die ich bislang auch hatte, also aus dem Standardsortiment, auch sehr, sehr gut performt haben. Und dementsprechend von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für die Lidschattenpalette. Die Mascara finde ich auch super interessant, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Zu den Waterproof-Maker-Geschichten, sowohl in der Base als auch in der Mascara selber, kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Ich habe mir jetzt nicht vorgehabt, auch einmal Wasser ins Gesicht zu machen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es verändert die Foundation nicht. Ich fand diese Illumination Drops, die man drauf gemacht hat, sehr schön. Ich fand das Lippenpeeling auch sehr, sehr schön. Die Highlighter müssen wir gar nicht drüber reden. Exorbitant. Klasse und ich glaube auch, das war relativ günstig. Pinsel, High Life, also ich kann fast alles tatsächlich auch empfehlen jetzt aus dieser Geschichte und über die Produkte von Luvia in Kooperation mit Maxime Giacomo müssen wir gar nicht reden, die finde ich geil. Die feiere ich einfach hart, nicht nur, weil ich den Kerl feiere, sondern weil ich einfach die beiden Produkte richtig feiere. Auch seine Highlighter-Palette feiere ich nach wie vor. Übrigens, Link in der Infobox, die ist jetzt quasi limitiert, ne? Also die wird jetzt abverkauft, die wird es bald nicht mehr geben. Ja, habe ich noch irgendwas getestet, was ich jetzt vergessen habe? Ich glaube soweit nicht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Video. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht schon Produkte, die ich verwendet habe, getestet habt. Denkt auch an die kleine, aber feine Zusatzinfo, die ich euch im Laufe des Videos zum Pinsel gegeben habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!